Und willkommen zurück. Cardive geht Hello. Weiter. Wir sind immer noch, das Dreigestirn ist immer noch hier. Yes. Ja. I love, und hier ist meine erste schiefe gebaute Werkbank. Leider ist das natürlich immer noch so, dass wir nicht im Team spielen können und wir alle unsere kannst du nicht darauf zugreifen, oder? Nee, nix. Dann bauen wir drei davon. Müssen wir drei nebeneinander bauen. Ich muss mal ein bisschen alt. Was brauchst du? Steine in die Kiste gelegt. Ich kann dir alles geben. Ich hab alles da. Oder so. Auch noch. Die ganzen 40 Steine. Ich hab grad nicht einen Stein. Brauchst du Stein? Ich muss gerade beim Skelettmann hier vorbei. Ja. Ja, der Stein. Skelettmann steht im Weg. Da. Ist zu fett. Das ist ein Stein. Warum? Warum? Oh. Ich hab doch Diät gehalten. Ich kann dir nur 20 geben. Brauchst du mehr? Mehr Stein? Das, was auch immer hier liegt, ist leer. Achso. Echt? Krass. Ich muss es erst ins Inventar. Das ist ein Stein. Aha. Und 19 Kompakt müssen hier leben. Stein, und 19 Stein. Müssen noch daneben liegen. Stein. Ja, so. Juhu. Mehr Stein. Ach ja, da müssen wir auch. Erst ins Inventar, dann aufeinander stacken. Ja, das ist eigentlich nur so ganz komisch, ne? Es ist, nee, da ist immer noch nichts drin. Nee, hier vorne bei dem anderen. Genau, da. Ah, oh, ja, das sollte genug sein. Ne, denke ich doch mal. So, Werkbank, Werkbank, Werkbank. Hä? Warum behauptest du, dass ich das nicht bauen kann? Behauptung. Was brauchst du, einen Kompaktstein oder vielleicht einen anderen Stein? Ah, nee. Das hatte ich vorhin schon mal. Wenn das Material nicht hat, aber das Werkstück aussucht, wenn dann das Material dazu tut, sagt er immer noch, du kannst es nicht bauen. Wenn du es neu ausgesucht hast, sagt er, okay, alles gut. Aha. In kurzen Worten, bist nicht cool genug. Oder so. Oh Gott. Angreifen und währenddessen man mit dem ersten Schuss danach keine Bolzen mehr hat, ist nie so schlau. Nee, wirklich nicht. So, ich baue mich dann hier mal direkt neben Dexon mit der Werkbank auf. Ich war ja noch im Essen. Ja. Mhm. Ist da sogar schon das Essen. Mhm. Oh, so gut ist das Spiel. Anstrengendes Spiel. So, ich gehe noch ein bisschen Stein holen. Ist pappsatt, finde ich sehr cool. Ja. Ein paar schöne Wortwitze drin. Das Lustige ist, das ist ja die deutsche Version ist ja jetzt erst seit einer Woche ungefähr oder. Nö, also lang, ne? Das finde ich voll gut. Oh, grobe Lederstreifen. Genau, und dafür farme ich gerade. Kirschholz, weiß ich, wo ich das herkriege. Habe ich gerade abgebaut. Ah, ich sehe noch einen. Da ist noch einer. Den habe ich auch, der ist auch meiner. Da steht mein Name dran. Meiner. Mein lila Baum. Ja, wenn wir Akku mal jetzt dabei hätten, dann würde ich sagen, es gibt lila Bäume. Was, lila Bäume? Das ist Niederholzen. Gut, wir haben keine Probleme mehr mit Kirschholz. Nein. Ja, wobei, wenn du Akku mal dabei hättest, würde er immer, oh, lila Bäume, hier bleibe ich. Definitiv. Nee, ihre Farbe war rosa, oder? Oder lila? Meine Spitzhacke ist kaputt. Sagst du dir bitte nochmal persönlich. Oh ja. Getroffen, aber nichts abgezogen. Was ist da los? Rosé. Welchen Holz brauche ich? Rosé? Rosé Carrera? Carrera? So wie Ferrari? Nee, das ist Carrera. War das nicht das, wo das Porzellan herkommt? Nee, Rosé Carrera ist doch der. Oh. Der aua. Lyric-Sänger. Tenor, Tenor. Eichen und Holz brauche ich und ein bisschen Faser. Oh. Oh. Kämpft ihr mal gegen Goblin? Ja, gegen zwei. Oh. Hilfe? Noch geht's. Schrei, wenn es losgeht. Kopf ab. Ich glaube, es hat nicht gewirkt. Ab mit seinem Kopf. So, das Fleisch vergammelt ja irgendwann, ne? Mhm. Ist das? Aber nichts wegschmeißen. Nee. Brauchst du alles. Das ist jetzt lieber. Das Gammelfleisch kriegst du ja auch von den Viechern halt. Du hast. Bisher habe ich jetzt alles nutzen können, was ich irgendwie. Ich habe alles, was ich gefunden habe, habe ich alles behalten, in die Kisten irgendwie verteilt und man konnte alles nutzen. Alles.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass es hier irgendwelche Rohstoffe gibt, die man nicht mehr braucht. Nee, das glaube ich auch nicht. Kompakte Erde. Kannst du kompakten Kram machen. Ja, okay, da kann man sich drüber streiten. Ob man die braucht. Zum Wiederverlegen. Aber wenigstens bringen ja auch mal Bären was, ne? Also vom Hunger her. Ja. Ja. Aber bei Ark Survival Evolved haben sie es ja dann irgendmann so geändert, dass man 7533 Bären essen kann und dann Millimeter hoch. Oh. Mhm. Was ich auch nicht verstehe, dass sie es auch rausgenommen haben, dass Bären Flüssigkeit wieder zurückgeben. Das ist auch voll blöd. Das haben sie, ja. Das gab es damals und haben sie es rausgenommen. Bisschen irritierend. Ja, warum auch immer. So, aber es ist ja auch noch in diesem Loch hier. Moment, erstmal das Schwert mit ins Inventar. Ich gehe Schweine jagen. Ist Schweine jagen? Ich gehe jetzt Schweine jagen, ich habe eine Rudel Schweine gesehen. Die greifen auch an, ne? Die sind ziemlich schnell. Ja. Das hört sich lustig an beim Chor. Ist egal, was da in der Nähe findet. Alles, die laufen ja alle weg, die Tiere. Dum, dum, dum. Oh? Da habe ich dann noch am Bolzen. Oh, zwei Stück. Nee, dann sollte ich besser nicht. Kaschball mit Bolzen. Werde ich noch ein bisschen Fasern fahren. Ich bin auch gerade richtig dabei, wieder Fasern am Fahren und alles, was in der Nähe ist, noch alle vorne abzuholzen. Und das geht mit einer Sichel super fix. Mit einer Steinsichel natürlich. Ja. Gemerkt. Ja, okay. Habe ich noch nicht gecraftet. Doch, das sind so ein, zwei Schläge, dann kannst du gleich. Ist egal, welchen Busch du erntest, ob du Beeren erntest damit oder Fasern. Zeit sparen, Zeit. Ja. Das böse Wort in diesem Spiel. In allen Games. Zeit. Man hat ja keine Zeit. Man hat ja keine Zeit. Hä? Was? Und erst recht für alte Menschen, wie wir. Oh, jetzt macht das hier nicht schon wieder zum Thema. Wie hat die Community gesagt, geht mal das Spiel für alte Leute spielen. Ja. Oh. Bevor es Lego gab, gab es Pappe. Ja. Das ist allerdings wahr. Das ist wirklich so, ja. Ich kenne das aber auch noch, davon mal abgesehen. Oh Gott, hier sind aber viel Gebüsch. Dumm, dumm, dumm. Auch noch was. Fasern für alle. Ich höre schon wieder den Roboter, das kann doch nicht sein, der muss doch hier sein. Der verfolgt dich wahrscheinlich. In deinen Träumen. Nix, ich grab jetzt in die Erde hier, der ist hier. Freddy, Roboter. Oh. Das Schöne ist ja übrigens, hier ist Kupfer. Das Game ist ja natürlich jetzt hier für kinderfreundlich gedacht, auch für. Aber ich will es mal ganz kurz erwähnen: Wir machen ja am Sonntag immer auf Twitch, mache ich ja meinen Horror-Stream. Und zurzeit spielen wir ja Resident Evil 7, Biohazard. Und der Metalbäcker hat mir jetzt. wie heißt es? Emily Wants to Play 2 geschenkt. Es gibt wirklich noch einen zweiten Teil. Ja. Also es heißt Emily Wants to Play 2. Ja, ein Hoch auf Wortspiele. Ja, toll. Aber Emily Wants to Play war doch gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Das war doch, ein schöner Schocker. Es war mehr ein Jumpscare-Game, ne? Ja. Den Roboter habe ich übrigens gefunden. Der backt nämlich neben mir die ganze Zeit. Er backt neben dir, der Roboter? Ja, und das ist kein leckerer Kuchen. Ach, schade. Ich dachte, der macht vielleicht Plätzchen oder so. Er backt Torte. Wie Akuma. Vielleicht verwandt? Hm, wer weiß. Ich rede von einem Horror-Game und der taucht immer neben mir auf und verschwindet wieder. Taucht wieder auf und verschwindet wieder. Taucht wieder auf. Schauen, was er so macht. Und verschwindet wieder. Und ich höre auch andauernd einen Goblin. Ja, es ist auch ein bisschen. Also
Die Musik finde ich halt sehr, sehr gut gemacht, wenn die Musik läuft. Meistens ist sie ja sehr, sehr dezent. Ja. Da kommt man, geht man wirklich ganz tief runter in die Erde. Gott. Ich arbeite gerade dran. Du blöder Roboter! Der Geisterroboter ist es hier. Oh, oh. Erde fällt! Hast du jetzt doch was Nachrutschendes gefunden? Ich kämpfe gerade gegen den Roboter und fallen immer weiter, immer tiefer. Hat die Pappe nachgegeben? War sie nass? Ich komme nicht mehr nach oben. Nein, ich häng fest. Ich bin unterirdisch gefangen. Und ich hast bin du oben. Nichts zum Treppenbaum? Nee, ich bin jetzt oben. Du wirst automatisch nach oben geportet, dann, wenn du festbackst. Festbackst. So. Oh, deswegen du dich etwas bewegen kannst, ja, stimmt. Deswegen sagen die Leute ja in den Kommentaren, Dex, du musst dich nur irgendwie einbauen, festbacken und dann wirst du automatisch nach vorne, nach oben geportet, wenn du den Weg nämlich nicht mehr rausfindest. Ah, okay. Du wirst automatisch nach oben geportet. Ja, jetzt habe ich den Roboter gekillt. Ja, Roboter ist gekillt, meine Quest ist geschafft. Juhu! Ah, ja, ich bin auch so ein bisschen auf der Suche gerade. Na was? Kupfer. Ja, das Rohmetall. Ist ich suche, ich buddel mich gerade einfach mal den Berg runter. Also hier wirklich in den unseren Keller. Weiter nach oben. Wir denn? Kupferspitzhacke. Gerade den Nebeneingang zum Keller. Du brauchst erstmal dieses Werkbankding. Ah, okay. Dann brauchst du. Oh Gott, war kaputt gegangen. Ja, das war meine Spitzhacke, meine Holzspitzhacke. Du bist neben mir, kann das sein? Ich baue mich, wie gesagt, gerade aus dem Tal unter den Berg. Oh, okay. Achso, wow. Ich habe nicht genug um die Reparatur. Ups, meins auch. Gut, die ist dann weg, die kann man gar nicht reparieren. Na gut, dann bauen wir halt eine neue. Craft! Oh, ich werde mir jetzt einen Bären jagen. Ein Bären? Ich werde mal einen Bären aufbinden lassen. Ja, dann, Abbären. Ah ne, das sind Schildkröten, die ich gerade habe. Okay, dann nehme ich einen Schildkröter. Aber Schildi hat dir doch gar nichts getan. Das denkst du. Ja, Schildi sieht so aus Pappe aus. Pappsatt aus. Kann ich das Ding jetzt eigentlich craften hier? Nee, man nicht. Ich brauche noch Leder. Aber Schildi gibt Fleisch. Schildi gibt gut Fleisch. Weiter buddel bin ich wahrscheinlich gleich unterm Haus durch und sonst irgendwo in der Landschaft. Ach Mist, ich vergesse immer, dass man nicht craften kann, währenddessen man rausgeht aus dem Menü. Ja, das ist Aber so lange dauern die meisten Sachen zum Glück nicht. Oh. Ein Bär wird gehauen. Doch schon deutlich unter Berg sein. Ich glaube, ich sollte schräg nach oben. Boah, wie der stirbt, ey. Das hört sich an wie ein Teufel. Das war das falsche Leder, was ich jetzt gerade bekommen habe. Ich brauche einen Ledermensch. Ich gehe jetzt allen ans Leder hier. Egal ob Männlein oder Weiblein. An die Wäsche. Ans Leder. An die Pappe. An die Lederwäsche. Pappwäsche. Komm, kämpf wie ein richtiger Pappebär. Pappebär? Ich höre doch jemanden hier klopfen. Also irgendwas klopfen. Ja, ich habe gerade den Lederbär gekillt. Den Pappebär. Ja, ich habe den Durchbruch geschafft zur restlichen Höhle. Ja, cool. Ja. Das wäre mir jetzt ein Nebeneingang ins Tal. Vielleicht an einer etwas ungeschickten Stelle. Ja, doch, das geht. Mist, ich brauche mehr Leder. Ich brauche mehr. Ach, Leder. Ja, Leder. Pappeleder. Paar Leder? Papas Leder. Hm.
Ich weiß noch, in der Folge, wo ich so ein Strauß fahren, weiß nicht, wie das Vieh heißt, gefunden habe und denkst, oh, wie schön, geh mal näher. Beißt er direkt drauf, beißt er direkt auf mich zu, ja. Bist du lieb? Nein! Ein kleiner Dex. Yum, 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 yum. Blub, 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 blub. Trepp, 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 Hallo, Roboter. Ja? Hab ich Roboter gefunden. Was du killen, kriegst du Quest. Was gab's denn jetzt? Jetzt Mons. Ist der Roboter wieder weggepackt. Ja, willkommen im Club. Kommst du wieder rausgepackt? Aber ich glaube, das ist, weil noch Tag ist. Deine Roboter. Kriegst du... Zahnräder. Aber die kriegt man ja irgendwie von den Goblins mittlerweile auch. Ja, aber... Das nettes Goblins. Zahnrad. Ah, ich bin pappsatt, deswegen. Ja, das mit dem einfach Heilung futtern funktioniert ja nicht so gut wie bei Ark, ne? Na doch, das geht eigentlich. Nur wenn du Hunger hast. Wenn du keinen Hunger mehr hast, kannst also, du ja. Kriegst du... Das ist der Punkt. Das ist wohl wahr. Oder du verletzt bist. Nee, wenn du verletzt bist, nicht. Ich bin doch eben, nur ja. Wenn du Hunger hast, kannst du dich heilen mit dem Essen. Oh, ein Elite-Werwolf. Cool. Wo bist du jetzt? Du bist woanders als ich. Kloppter Roboter. Aber wenn ich mich richtig bewege, sehe ich dich trotzdem. Kann die... da ist er wieder weg. Oh mein Gott, der ist stark. Oh mein Gott, Dex ist tot. Oh mein Gott. Sollen wir dir helfen? Wo bist du denn? Das ist wieder, ich bin der ja. Läuft. Ganz schnell zum Haus. Ich bin unter der Erde. Noch. Okay, ist weg. Oh Gott. Wo war denn jetzt der... Ach, da drüben war der Ausgang. Ach, da sind überall die Höhlen. Da gehe ich doch mal hin. Guck, bist du oberirdisch? Ja, ich bin oberirdisch. Bin gerade an dem großen... da sind überall Höhlen in den Felsen drin. Da will ich gleich mal ein bisschen Höhlentour machen. Mal gucken, ob was Interessantes drin ist. Also du bist noch so weit weg von unserer Base, ne? Relativ. Ich bin hinter dem Fichtenwald. Ah, okay, du bist aber zu weit weg. So, ich bin jetzt direkt wieder an unserer Base, überirdisch. Na komm, dreh ich mal um. Siehst du mich hüpfen? Ich habe übrigens, das sind zwei Elite-Werwölfe. Und ich weiß nämlich nicht, was die abdrücken. Ja, warte, dann komme ich doch mit. Ist doch kein Thema. Ich habe noch 12 Bolzen. Die geht aber schnell, die kosten ja nicht viel. Ja. Ich muss mal 20 draufgekraftet. So, jetzt können wir machen. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Ha! Also neben der Base ist verschwunden. Wenn du aus der Base rausgehst, aus unserer Tür. Mhm. Aus unserer Treppe, geradeaus. Okay. Bisschen rechts halten dann. Guck mal ganz genau kurz. Wie ich. Gegner! Ich brauch dein Leder, ich brauch das Leder unbedingt von dir, komm mal her. Das brauch ich. Ich hab auch ganz viel Leder, glaube ich, mit dabei. Süße Träume, ich muss so ein Bett craften. Ah, ja, das kommt ja auch noch. So, ich bin jetzt bei unserer Base. Wenn ich links rausgehe, ja. Nee, wenn du rausgehst, aus der Haustür? Ja. Dann leicht rechts halten. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Leicht rechts halten. Also ich bin gerade vor der Base, gerade fast. Ja. Ah, nee, dann dreh ich um, links. Durch den Fackelwald. Dreh ich mal zurück. Genau, da unser Fackelwald. Siehst du mich springen? Und dann von der Base wieder weg. Seh dich. Da oben waren zwei. Wir müssen aber schnell nach, weil die spawnen ja, ne? Ja. Wenn's zu hell wird, ne? Mhm. Aber es wird ja gerade erst dunkel. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei den Wölfen hier, bei den Elite. Das ist ein Werwolf jetzt, also. Das ist ein großer. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist so eine Stelle. Da musste ich ein bisschen. Musste irgendwie weg. Oh, jetzt sehe ich alles. Ja, dann musst du kurz ein Stück Boden abtragen. Okay. Dass der Collider neu gerechnet wird und dann geht es weiter. Wie es aussieht. Krass. Dicke. Okay. Wir dürfen leider nicht zu weit weg von dem laufen, ne? Weil sonst läuft er immer wieder zur Ausgangsposition zurück. Ach, da oben, die orangenen Dinger? Okay. Kommt mal her, dann zeige ich ihn. Das sind Werwölfe. Mhm. Ach, der eine ist kein Elite hier oben. Das ist ein Elite, der zweite. Ach, schade, das ist nur einer. Nur ein Elite. Mhm. Ist egal. Aber können wir trotzdem... Komm, ja, wir holen ihn. Hau rein. Alpha.
Ich nehme das Schwert und jag ihn. Oh, Scheiße. Hey. Ja! Guck, da ist er. Oh, jetzt mal gucken, was der hat. Mal gucken. 134, okay, das ist gar nicht so besonders. 126, also 134 Gesundheit, 126 Ausdauer, 6 Rüstung, 60 Widerstand und 10 Schadenserhöhung. Na, Schadenserhöhung ist hätte nicht schlecht. Zum Verschenken. Dafür habe ich mir seinen Schattenwolf-Schwanz habe ich mir genommen. Ich hätte zu verschenken einmal eine Wolfsseele. Oh. Hat jemand noch Platz frei? Nee, ich hab grad frei. Du kannst ja auch Wirt tauschen, wie du möchtest. Ja, ja, aber ich meine, wenn du einen Platz frei hast, kannst du den gerne haben. Ansonsten legen wir den in die Kiste. Ich habe 2 Krabbenseelen. Ja, dann nehmen wir lieber meine. Also hier, guck mal, der ist besser. Schau mal. Huh? Kann ich das nicht rausheben? Kannst du es einfach droppen? Kann man nicht. Aha. Kann man nicht einfach. Okay. Ach, kann man nicht droppen. Nö. Gut, achso, nein, er ist jetzt im Inventar, oder? Nee, es ist im Inventar. Ist ja im Inventar. Achso. Ach nee, die kannst du echt nicht droppen. Krass. Ah, gut, okay. Na gut, dann müssen wir uns echt vorher. Oh, da ist noch ein Elite da hinten, ein Elite-Goblin. Es leuchtet. Müssen wir uns echt mal vorher absprechen, wenn wer irgendwas haben möchte. Ja, das ist kein Thema. Ja, ist nicht so. Ja, das war daneben. Jetzt läuft der. Ach nee, ich hab den anderen gekriegt. Ich wollte erst das Kleingemüse abarbeiten. Oh, da hinten ist ein Flatter. Also. Mit Goblin. Ich würde sagen, der ist dann für Chor, weil ich habe schon Elite-Goblin. Komm her. Jo. Ich danke. Achtung, Goblin hinter dir. Huh. Na, manchmal will er nicht richtig treffen. Nee. Weil die zappeln ja auch die ganze Zeit nur hin und her, weil die, das ist einfach der Boden, die Bodenlage, die es hier in dem Spiel gibt. Die, guck mal, die fliegen auch so ganz komisch. Ja, ja. Na, die sind ja mal richtig anfällig für Pfeile. Die kleinen Zwerge, ne? Ja, die Flatterviecher hier. Ja, diese Kobolde steht da dran, ist aber kein Kobold. Also ein Gimp ist doch kein, also die heißen ja eigentlich auf Englisch Imp. Imp heißt nicht Gimp, oder Gimp. Noob. War das? Ja. Boah, es sind ganz viele Elite da hinten im Wald. Der ganze Wald ist voll Elite. Der ganze Wald. Elite-Wald. Nee. In welcher Richtung bin ich? Rechte Seite oder jetzt? Wo bist du? Da hier vorne. Da sind bei mir leuchten ganz viele. Da hinten leuchtet es ja. Aber ich will jetzt keine mehr machen. Ich gehe wieder zurück zum Haus, weil ich will jetzt mal dieses Leder-Dingsbums-Aufstellteil mal hinstellen. Ach so, die Rüstungs. Der ist gerade irgendwie geplatzt vor mir. Ich weiß gar nicht warum. Ich war's. Ah, daneben. Ich finde das bald voll geil, wenn wir mal irgendwann mal in das Zeitalter der Maschinen kommen, ne? Also hier so Motorsäge, Ketten, Kreissäge oder so. Gott, oh Gott, oh Gott. Voll geil. Was ist denn das überhaupt für ein Elite? Ach, nochmal ein Goblin. Goggle. Ach, renn doch nicht vorbei. Oh, ich habe keine Bolzen mehr. Ich muss jetzt in den Nahkampf gehen. Hey, du hast ja eingesammelt, glaube ich. Oh. Aber egal. Oh, Entschuldigung. Nein, ich brauch die gar nicht. Wobei, vielleicht kann man die ja irgendwie zu irgendwas verwursten. Ja, nachher kann man auch bestimmt da seine eigenen Goblins draus machen dann. Eine Goblin-Armee. Nee, lieber nicht. Oder Imps. Wenn die dann auch so quieken. Oh Gott, ja. Hey, du. Das Lederteil fand ich eigentlich immer schöner. Das fand ich jetzt bei mir in meinem anderen Let's Play, in der ersten Folge, fand ich das Lederteil nach draußen zu stellen, fand ich ein bisschen schöner immer. Das passt irgendwie noch besser. Aber man kann leider keine Foundation hier draußen setzen mehr. Also keine flache. Ich kann nur so eine fliegende Foundation setzen. Achso. Ja, oder man müsste halt eine halbe Etage oder eine ganze Etage tiefer bauen. Aber das müsste man erst mal spielen, wie das funktioniert. Wieso? Du nimmst einfach in der Mitte eine von den Planken weg und baust dich dann darunter. Das müsste doch funktionieren.
Also einen von den Foundations wegnehmen und oh, das sieht auch cool aus. Das ist nice, statt eine Treppe. Das mit den Steinen? Hm, das mit dem Stein? Das, cool. Das war eher so Notwendigkeit. Ja, aber das ist cool. Oh Gott, Geländer schneiden. Das habe ich bei mir noch nicht so ganz hinbekommen. Ja, ich denke, dass einfach die Außenkanten stehen bleiben müssen. Oder darf man hier auch über die Kante drüber wegschneiden? Alter, was ist alles für... Ich will was testen. Gibt es größere Kisten eigentlich? Oder einen Schrank? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil es ist ja eigentlich noch Platz. In der Kiste nicht, aber... Gibt's denn... Das ist die Kiste. Ich habe da draußen übrigens mal noch mal eine Treppe gesetzt. Das sieht jetzt so ein bisschen edler jetzt aus mit so einer riesengroßen Treppe. Die habe ich aber gesetzt, weil ich musste die eine Foundation setzen, um... Nanu? Wo hab ich's hingetan? Sag ich jetzt nicht, ich habe hier wirklich in die Kiste gepappt. Hallo. Ich hab wirklich in die Kiste gepappt. Ich papp einen Eimer. Oh, das dahin. Danke. So, dann brauchen wir das Ganze nochmal schräg. Lastkraft. Ach, guck mal, jetzt habe ich es wirklich geschafft. Pass auf, Leute. Ich kann das jetzt wirklich so setzen, wie ich das eigentlich wollte. Ups. Wo ist er? Ja, guck mal. Außen? Kann man das so machen? Habt ihr was dagegen? Was? Wo bist du denn? Hier, vor der Haustür. Da! Ich habe das Spiel so ein bisschen ausgetrickst. Gut. Ich habe nämlich jetzt hier, ne, man konnte hier leider draußen nicht... Flachen Dinger hier und guck mal, in den Boden gesetzt. Jetzt denkt das Spiel, hier wäre was. Guck mal, pass auf, was da? Jetzt. Der meint, der wäre hier was. Jetzt habe ich es auf dem Sand oder bist du auf der... Sehr gut. Da unten drunter ist eine Foundation, also eine... Dann zieh die Platte doch sonst noch durch. Ja, ich mache jetzt noch ein Stückchen weiter, damit ihr auch noch eure Sachen dahin knallen könnt. Ja, gut. Also, das muss ich auch noch bauen, ne? Erstellen und was fehlt mir denn jetzt noch? Holz. Toll. Ja. Dann Was mit dem Kisten ist ein bisschen mumsig. Ja, das ist nicht so ganz elegant, ne? Nee, weil einfach zu wenig reinpasst in die Kiste. Okay. Man muss ja Kiste über Kiste stellen. Ihr könnt also jetzt hier neben anbauen, ne? Hier sind jetzt überall so Foundations, so fliegende Ceilings, unterirdische. Ja, das ist doch ganz hervorragend. Wenn du dein Geländer geschafft hast, kannst du direkt Geländer draußen auch machen. Vorne vor? Es gibt ein Geländer, das kannst du noch tiefer setzen übrigens, ne? Ich weiß zwar nicht genau, wie der das hinbekommen hat, das habe ich mal in einem YouTube-Video gesehen von irgendeinem Spieler, so ein englischer Typ ist, der hat so ein Level nachgebaut. Hier übrigens, das habe ich ja so gemacht, guck. Das, oh schön. Also das ist jetzt hier unten drunter, wäre das. Mhm. Und dann machen wir hier zu. Ja, den Boden reingesteckt, ne? Machst du dann hier noch mit einem Geländer zu. Ja, da probiere ich dann mal das andere, dieses Zinnengeländer aus, das es auch noch gibt. Ich muss auch erstmal jetzt mich durch die Bauteile durchprobieren. Ich hatte irgendwie bei mir ein bisschen mehr Glück. Ich hatte da viel, viel mehr Kupfer gehabt. In meiner unterirdischen Höhle, da habe ich echt mega viel Kupfer gefunden. Hier? Wie viel Kupfer braucht ihr? Ich habe 24 dabei. Das ist immer zu wenig, das sind da 12. Du musst immer, also was heißt 12? Das ist jetzt nicht unbedingt wenig, aber das sind immer zu wenig. Man muss immer mehr haben. Okay. Mehr. Ja, noch mehr. Was ist das denn, eine Honigbeere? Das ist genauso wie Tom Gerhardt sagt. Wir brauchen nicht mehr, wir brauchen mehr Bier. Ah. Ja, wobei, ich muss da ganz ehrlich sagen, so jetzt, wo es langsam wieder kalt ist. Dann brauchst du weniger Bier. Ja. Mehr Glühwein. Ja. Und da bin ich gerade so ganz klein, wobei, nee, eigentlich bin ich nicht neidisch, weil ich denke, wenn ich jetzt Glühwein trinke, dann falle ich auch direkt um. Oh Gott. Ja, nachdem ich das Wochenende so ein bisschen dolle verschnupft war. Na gut, das ist wobei. Das ist perfekt für Schnupfen. Ja. Kräuter, also, das ist ja auch Kräuter. Also ich bin ja totaler Glühwein-Fan, Weihnachtsfan, Glühwein-Fan.
auch hier, wie heißt das, mit, wie heißt Kakao oder heiße Schokolade mit einem Punsch drin oder sowas. Weg. Ich freue mich ja auf Deutschland. Ich freue mich wieder auf Weihnachtsmärkte. Okay. Nee. Gefällt mir das so nicht. Über teuren Glühwein trinken. Ja, das ist sowieso immer zu teuer. Aber ich habe da auch... ja nicht jeden Tag. Genau. Doch. Doch. Jeden Tag Glühwein. Das funktioniert so nicht, wie ich mir das gedacht habe. Mit dem Geländer, ne? Ja. Ist schwer. Hab ich bei mir auch aufgegeben. Bei mir im vorerst aufgegeben, weil ich wusste nicht genau, wie ich das handhaben soll. Ich muss mir umbauen. Werde ich die Terrasse nochmal umbauen, weil sonst habe ich das Kollisionsproblem wieder mit den Kisten im Inneren. Weil das steckt ja auch wieder durch die Wand durch. Okay, das sind also wie Arktüren. Die gehen immer in die Richtung auf, von der, wo man nicht steht. Oh, das Trippeln hört sich toll an. Ich finde die Musik in dem Spiel einfach toll, ey. Das haben die echt so gut hinbekommen. Erinnert mich ein bisschen an Ark-Musik. Also hier ist nicht... nicht von dem Sound her, sondern einfach wie von der Stimmung. Damals, als man Ark angemacht hat, war das so laut und dann wird es so episch und so voll geil. Da habe ich gedacht, was ist denn das für ein Mega-Sound hier? Ach, hier hat jemand gebaut. Was? Nein, irgendjemand hat einen Tunnel schon gezogen hier. Im Tal hast du den Tunnel gefunden? Ja, ich habe den Tunnel gefunden. Das ist der Seiteneingang vom Keller. Der Seiteneingang vom Keller. Hallo, Keller. Ja. Wenn man mal von der einen Seite nicht an seinen Wein kommt. Genau. Oder im halb betrunkenen Kopf den Weg nach oben nicht. Ja, dann musst du aber den Berg... Nimmt man halt den Seitenausgang. Nimmst du Nutella. Nein. Oh. Musst du die Decken aber höher machen, sonst knallst du immer mit dem Kopf gegen. Verdammt. Aber die Kristalle hängen ziemlich tief, muss ich sagen. Ne? Kristalle? Hast du Kristalle jetzt gefunden? Nein, ich sehe bloß die Kristalle. Deswegen ja, wenn man so festpackt. Also die brauchen einen gewissen Abstand zur Oberfläche, denke ich einfach mal. Da wir hier relativ flach sind. Ich kann nichts. Wir haben aber voll das bewaldete Gebiet hier gefunden, ey. Jetzt lässt mich sprechen. Ist richtig gut. Ist ja alles voller Bäume. Und voller Tiere. Oh, hallo Schwein. Toll. Ich komme nirgendwo ran, dass ich irgendwas abbauen könnte. Schießt hier jemand gerade auf ein Schwein? Ja. Achso. Brauch was zu essen. Und ich muss mich mal kurz eben auslocken. Oh. Schlecht. Ich komme an kein Erdstückchen dran, deswegen. Ja, okay. Ist alles um mich, nehme ich herum. Ich sehe auch komplett so durch über die Welt. Ich glaube, ein Elite-Bär, noch eine Elite-Schildkröte läuft bei uns vor der Base rum. Gleich unten beim Strand. Aha, Bug-Using. Aha. Süß. Na sicher, wenn er da ist. Ja, ist eine rot leuchtende Schildkröte. Ja, siehst du, es gibt ein Feature-Kit-Bug. Aber das Lustige ist ja eigentlich, dass der Größteil, der Prozentsatz, wenn du mal so eine Umfrage stellst, was einem das am meisten Spaß macht, zum Beispiel jetzt einfach mal bei Ark Survival Evolved oder bei The Forest oder sowas, der Anfang ist immer der Anfang, der am meisten Spaß macht. Das heißt, so das ganze Farmen und Craften und Farmen und Craften. Das Endgame ist meistens immer das Langweiligste. Ja. Weil es einfach schade ist, dass es zu Ende ist einfach. Ja, irgendwann hat man dann, ist man overpowered, dann kommen die Gegner an und dann hat man dann, guck mal, da kommen zwei Tricks. Machen wir die mal ganz kurz weg. Ja. Oder so wie es zuletzt auf Ragnarok war. Hallo und tschüss. Und tschüss. Hallo? Ja, und es war halt so, Oh, ich will mal Pipi machen, Jungs. Jo, bis gleich. Dex, wolltest du noch die, Schildkrötende Seele? Ja. Ich komm. Ich hab nur gerade eine ganze schöne Stelle voller. Also hier vorne im Wald ist eine ganze
ganze Ecke voller Fasern. Also hier kriegst du Fasern ohne Ende. Ja, ja, da war ich vorhin auch zwischen. Das ist echt richtig voll gut. Da habe ich mich halt gefangen. Einfach rechts runter. Ich komm. Ja, da steht so ein einsamer Baum neben dem Sand. Ja, wo es hopst. Ja, ja, ich seh's. Und direkt hier neben ist auch die Schildkröte. Wo ist denn dein Keller eigentlich? Dein Höhle zum Keller? Die ist weiter dann rechts da in dem Talteil. Hui! Auf sie mit Gebrüll! Du kommst ja drauf. Wir gehen fest. Aha, hab ich mir eine gute Stelle gesucht. Du kommst ja drauf. Sauber, willst du sie haben oder so? Nee, oder? Bitte, ich hab doch schon eine. Oh, du hast schon eine, okay. Das Einzige, was ich nehmen würde, ist das Fleisch. Haben wir es aufgehoben? Ja. Fleisch. Da. Die ist richtig massiv, was die bringt. Diese Säle. Also das bringt schon wirklich viel was. Also viel. Man merkt schon den Unterschied, wenn du beim ersten Kampf gegen Kobolde und dann beim nächsten Kampf mit den ganzen... Oh Gott, ich hänge fest. Oh, ich hänge in den Berg. Scheiße. Hä? Ich habe mich gerade ein bisschen festgepackt. Achso. Standard eben. Ja, ausbuddeln. Nee, ich habe, glaube ich, Eisen gesehen. Ah. Deswegen baue ich mir gerade da einen Weg hin. Ah, okay. Das Eisen. Ja, Eisen, aber ich kann es nicht abarbeiten. Fuck you. Ja, okay, aber wir wissen Eisen. Wo. Ich sag dir immer, das muss nicht weit rein. Das habe ich dann irgendwann mal bemerkt, als ich dann einfach so eine Eisentour gemacht habe, nur am Rand des Berges. Ja. Ach, baust du gerade wieder eine Treppe. Ja, ja, bleib mal stehen. Wir machen mal ganz kurz Abmoderation, Cooperation. Ah, okay. Da ist er. So. Hallo. Und wir sind schon fast wieder bei 40 Minuten angekommen. Wir werden ja immer länger, die Folgen. Oh Gott. Das geht gar nicht. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen hoch. Und wenn es euch noch besser gefallen hat, teilen mit Freunden, mit Oma und Opa und überhaupt auch mit Leuten, die ihr nicht mögt und so. Einfach teilen. Teilen. Genau. Immer weiter verteilen. Sprecht euer Welt. Tablet einfach über. Dann teilt ihr das mit anderen Leuten. Bitte nicht tun. Nicht nachher schreibt ihr jetzt Mama. Dex, du hast gesagt, mein Sohn soll das Tablet überbrechen. Jetzt kriegst du es auf den Kopf. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.